Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fallout 4 Modern Survival. Ich bin der Walter und wir sind nach wie vor unterwegs in der Vault 81 mit unserer neuen Begleiterin Curie und Yeah? schaut mal, wie ich da gerade gefunden habe. Nein, unser Pipo ist okay. Da Calvin. Hey there, you got some tools for me today? Aber sicher doch. Yeah, here you go. Perfect. Keep an eye out. We can always use more. Yep. Schraubenzieher gekauft, Hammer, Combination Wrench und die normale Wrench nehme ich an. Ja, perfekt. We got a barber here if you need it. Not saying you do. Haben wir also ein bisschen Kohle gescheffelt. Ist kein schlechter Preis, was er zahlt. Das Werkzeug. Sure recovered fast, thanks to you. Null Problemo. Null Problemo. So, wir müssen mal mit unserem Junkie da reden. Müssen wir schauen, wo die ist. Da hinten irgendwo. Ah, da oben. Sie versuchen's. Huh? Da hinten ist er irgendwo da. Ah, nein. Da drinnen. Da ist er. Aha. Frische Tat ab. What are you doing here? Can't you see I'm busy? Womit denn? High zu werden? Busy doing what? Getting high? So what? After all that shit that happened with Austin? I need this, man. Leave me alone. Du musst aufhören, Austin! Er ist wegen deiner Sucht fast gestorben, du gefährdest damit andere. You need to quit. Austin almost died because of your habit. You're putting others at risk. But how am I supposed to do it? I can't handle that withdrawal shit. Not after everything that's happened. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem, was Tina gesagt hat. Hol dir einfach Hilfe, Bobby! Tina hat gesagt, dass Rachel Mittel hat, die dir helfen. Just get some help, Bobby. Tina said Rachel has drugs that will help you get through this. She'd do that? After what happened? You're right. What if I screw up again? I'll go. I'll go right now. Sehr gut. Und das Chat kann ich mir nehmen, weil du brauchst es ja jetzt nicht mehr. Hallo? Oh, na gut. Okay. Was ist unsere nächste Aufgabe? Talk to Tina. Ja, also mit der Tina müssen wir reden. Dass wir das jetzt erfolgreich abgeschlossen haben. Also tatsächlich geschafft haben. War nicht wirklich schwierig. Ich glaube hier hinten müsste was sein. Nein? Falsch. Nein, ist da irgendwie komplett falsch. Hier unten, glaube ich. Ist ein bisschen verwirrend, wenn wir jetzt auch mehrere Marker haben. Ja, da. Genau, der Raum ist ja quasi, der geht dann runter die Stiegen, deswegen ist es so verwirrend. Weil da glaubt man, dass man da hin kann aber nicht. Da, Tina! Hey, Tina. Did you talk to Bobby? How'd it go? Da gibt's dreimal dieselbe Option. Gut, er ist zu Rachel gegangen, er wird clean. Good. He went to see Rachel. He's cleaning up. No shit. You actually did it? Yep. That's it. No more drugs, no more dealing. We're starting over. Maybe now I can get him to leave this can. Oh. Jetzt kommt man den Mantel brauchen, aber ich kann es mal versuchen. Wenn du wirklich weg willst, kannst du in einer Siedlung für mich arbeiten. If you really want out of here, you can come work for me on a settlement. You know? As far as new beginnings go, that sounds pretty good. Count me in. Cool, wir haben es geschafft, jetzt überzeugen. Wir kriegen einen neuen Siedler. Wo soll man den hinschicken? Wir könnten sie nach dem Pete's Bluff schicken, weil da haben wir jetzt letztens ja einen Siedler verloren. Ich meine nach Abernathy. Zu Abernathy fahren wir mal, schicken wir sie mal hin. I just need to pack and have a long talk with Bobby. Then I'll be on my way. Jupp.
Sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Haben wir einen neuen Siedler. Wenn, ja genau, wir haben in der Abernathy Farm ja einen... Oh, das dürfen wir nehmen. Ja, ja, das ist was wert. Oh, ja, du wirst es sehen. Oh, du wirst es sehen. Ja, ja. Okay, ich glaube, damit haben wir das hier endgültig abgeschlossen. Ich überlege gerade noch, haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben jetzt ihm geholfen. Da haben wir auch unsere Ansprache gehalten. I never thought I'd say it, but I'm glad I'm off the jet. Yep. Schauen wir nochmal in die Klinik, ob wir da noch irgendwas machen können. Ich glaube nicht. Hallo, jemand zu Hause? Hallo? Nein, sieht nicht danach aus. Oh, das dürfen wir alles mitnehmen. Nein, das lassen wir jetzt da. Ich glaube, das werden die eher brauchen, aber... Interessant. Okay, na, ich glaube... Wir haben jetzt hier alles erledigt. Wir können höchstens noch mal einen Smalltalk mit Aufseherin haben. Beziehungsweise, ich biete mir ein, da war noch irgendwas zu tun, aber... Wo ist die... Wo ist die Tante? Nicht zu Hause. Stay out of trouble. Schauen wir mal schnell zum Aufseher. Ob sie noch irgendwas zu sagen hat. Wo sind die denn alle? Pennen die, ja? Hallo, Overseer. Muss mitten in der Nacht sein, aber wir haben ja kein Tageslicht. Insofern ist es schwer zu sagen. Müssen wir auf die Uhr schauen. Ja, die Zeit. Ja, die Zeit. Sorry, was gibt's? It's crazy to think we never knew that portion of the vault existed all this time. Excuse me, Overseer. Na, okay. Keine Gesprächsoptionen mehr. Damit würde ich sagen, wir haben das hier... erledigt. Wir haben jetzt quasi als zusätzliche Belohnung für unsere Mühen da einen eigenen kleinen Raum bekommen. Uns quasi ausruhen können vor unseren Abenteuern im Commonwealth. No, nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht. Aber ich denke... Wir machen uns gleich auf den Weg. Gibt ja keinen Grund, sich da jetzt da zu legen. Wir sind noch recht fit. Wir haben zwei... Oh, mir wird auch noch immer durstig. Wir haben zwei Level-Ups. Da werden wir dann in Ruhe überlegen, was wir damit machen mit den EP. Also wo wir die steigern werden. Wie wir das am besten... Wo wir es am besten einsetzen werden. Eventuell in Wissenschaft, dass wir dann die besseren Lasertürme bauen können. Unsere Laser-Rifle verstärken können. Wir haben jetzt nämlich ein neues Lasergewehr vor kurzem gefunden. Eine Lasermuskete, die Bonusschaden macht. Also die wäre interessant. In dem Bereich was machen, da werden wir schauen, was es noch für Skills gibt. Die Wachs. Okay, danke, danke. In die, was wollte ich sagen, in die Wachs-Skills wollte ich auch was investieren, richtig. Richtig, richtig, richtig. Wir verwenden Wachs eigentlich relativ wenig, weil damit das richtig gut funktioniert, braucht man da wirklich viele Punkte drinnen. Na, schauen wir mal. Ja, da steht schon. Ne? Ein erfolgreicher Angriff in den Watz. Ah, das kann ich gar nicht lesen. So schnell wieder weg. Aber ja, damit können wir dann entsprechend auch in Zukunft natürlich auch einiges machen. Aber schauen wir mal, wie wir skillen werden. Und ja, es ist Zappenduster. Nachts im Commonwealth. Na gut, Curie ist hoffentlich bereit. Habe ich die FPS angepasst? Ja, habe ich. Okay. Ja, was machen wir Schönes? Wir haben jetzt keine konkreten Quests, die wir jetzt verfolgen. Ich würde sagen, wir werden nochmal ja, da in dem Bereich um Diamond City noch ein bisschen rumstöbern. Habe ich ja letztens gesagt, wir machen eine Nachtexkursion. Das haben wir jetzt eigentlich zwei oder drei Episoden nach hinten verschoben. Und jetzt ist es erst wieder Nacht. Also ich kann mich nicht davor drücken. Irgendwann wird es dann doch wieder Nacht. Ah, schaut mal, da läuft die Tina. Da ist die Tina unterwegs. Oh ja.
ohne Eskorte nachts durch die Außenbezirke von Boston. Na, viel Spaß. Und da steigt eine Party, Leute. Und dann crashen wir mal die Party. Noch ein Plünderer. Gegen wen kämpfen die? Raider. Defensive countermeasures. There is something nearby. Curie, wir sind gerade ein wenig beschäftigt. Ein klitzeklein wenig. Jetzt wollen wir sich kannst du nicht genau ausmachen in der Dunkelheit. So, jetzt reicht's. Machen wir einen Stellungswechsel. Aber ja, ich bild mir ein, da hat sich jemand gerade nach links vertschüsst. Kontrollieren wir das lieber mal. Okay, jetzt haben wir uns verloren zumindest. Wo ist der hin verschwunden? Ist der geflohen? Da ist er. Okay. You should wash your hands after that. It can be unsanitary to handle the deceased. Ah, ich glaube, Kiro und ich wären gute Freunde. Fliehen die schon vor uns oder was? Was ist mit denen? I believe a sniper has found us. That is the right word, yes? Oh, hinter uns? Nein, du bist das. Ah. Ja, die flieht, ja. Oh! Und dann überlegt sie es doch nochmal anders. Ja, die haben leicht die Panik bekommen. Ich glaube, da haben wir die einfach... Ah, eine Ammo-Box versteckt. Bin mir nicht sicher, ob das am Level liegt. Da haben wir noch einen Plünderer erledigt. Silver Shroud T-Shirt und Jeans. Moment mal, ist das einer von Elis Amors? Legen wir den mal kurz da irgendwo auf die Straße, dass wir ihn mal besser sehen. Andersrum. Ja. Ja. Na, das brauchen wir doch. Das haben wir noch nicht. Muss ich von Elis sein, das kann auch ein anderer Mod sein. Bin mir nicht sicher, das kenne ich aber noch nicht. So, bevor ich jetzt wieder verzettle, wir haben hier eine Menge Leute erledigt. Da hat es noch einen Plünderer erwischt und eine Plünderin. Plain Shirt and Combat Boots. Ja, das hat sie auch an. Und dann sind drunter ein Drifter Outfit. Die spawnen irgendwie mit zwei Klamotten, interessanterweise. Wie das dieser Mod-Ort anscheinend eingerichtet hat. Dass quasi diese NPCs auch diese neuen Kleidungstypen halt nutzen. Ne? Das ist das Ganze. Das ist ja das Wichtigste daran, dass man solche Kleidungsmods installiert, damit die Leute einfach verschiedene Sachen anhaben. Diversität. Okay.
Gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle gefunden haben, weil wir haben da eine Menge Leute erlegt. Zum Teil auch da irgendwo im hohen Gras, also schwer zu sagen. Hat sich da aufgepasst. Ah, da haben wir noch jemanden. Richtig, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht, dass wir es jetzt unbedingt brauchen, aber klar, das können wir dann verkaufen oder recyceln oder was auch immer damit machen. Das ist nicht die High-Quality-Loot. Das ist eine relativ primitive, also wirklich primitive Ausrüstung. Aber klar, wenn wir es kriegen. Wenn wir mit was nicht mit und nagelfest ist, Leute. Okay, wenn wir jetzt nicht im Montage erinnern waren, war das auch nur eine kleine Ruine. Ja. Okay. Der äußerste Stadtrand von Boston. Und da jetzt quasi geklärt haben. Ja, okay. Da haben wir die letzte erledigt. Perfekt. Super. My systems are eager to absorb new data. I find this traveling agrees with me. Ja, ja, ja. Was immer du sagst. Okay. Na, dann schauen wir noch mal ein Stück weiter. Wir müssen natürlich immer höllisch auf der Hut sein. Das ist übrigens, glaube ich, auch ein neues Plakat, oder? Spacesuit, out of this world, blue star, out of nowhere, midnight sun, howdy honeymoon, autumn in New York. Ah, cool. Also das ist ziemlich sicher neu. Also hätte ich zumindest so noch nicht gesehen. Was haben wir da? Oh, the deadly mantis. This was the day they engulfed the world in terror. Cool. Da müssten wir gerade die Leute, also die Schauspieler recherchieren. Das wäre ein cooles Easter Egg, wenn das quasi wirklich so Schauspieler aus den 50er Jahren wären. Glaube ich fast nicht, aber das wäre cool. Craig Stevens, Alex Talton, William Hopper. Müssen wir mal recherchieren. Okay. Da hinten ist dieses Wrack, dieses Schiffswrack oder dieser was ist das? Ein wie heißen die Teile nochmal? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ein Hafenschiff, ein spezielles, kein Trawler, sondern einer von diesen Schiffen, die quasi. Es könnte auch ein Trawler sein. Könnte auch ein Fischfangboot sein, aber ich glaube, das ist eins von diesen speziellen Hafenbooten, die anderen großen Schiffe hin und her schieben, manövrieren, aber wer weiß das so genau. These appear worthless. Surely we can leave that behind. Nope. Hier wird nichts zurückgelassen. Ah. Das ist einmal ein ruhiger Morgen in den Straßen von Boston. Da rechts haben wir natürlich auch schon aufgeräumt. Da machen sich unsere Aktivitäten schon langsam bemerkbar. Entsprechend dann auch die Hangman's Alley entsprechend in eine Siedlung verwandeln. In den Außenposten haben wir schon vor einer Weile angesprochen. Wenn wir dann quasi eine Base of Operation einrichten, dann demnächst, von der wir dann quasi unsere Boston-Operationen aussteuern. Wenn wir dann quasi nicht immer nach Sanctuary zurück müssen und vor allem, wenn wir dann noch eine Unterstützung von den Minutemen direkt vor Ort. Und dann wird natürlich auch langsam Zeit über, die Geschichte da drüben nachzudenken. Da, wo ist die Festung? Ich sehe sie jetzt gar nicht auf der Karte, aber die ist da, müsste sie, glaube ich, sein. Und da haben wir auch schon einige POIs, von denen wir gehört haben. Und wir haben auch in der Nähe noch einiges zu tun. Ja, Nähe ist relativ. Wir müssten mal zu diesem Haus der Cabots rüber. Ja, mit dem Mr. Cabot reden. Good Neighbor müssen wir mal besuchen. Die Combat Zone. Naja, das ist dann wirklich Downtown Boston. Das ist dann richtig die
die üble, üble Ecke. Mal schauen. Eines nach dem anderen. Langsam fühle ich mich bereit, aber wir müssen auf der Hut bleiben. Ah, schaut's mal. Da ist eine Menge Zeug. Oh, shit. Gunner. War das nur ein Gunner? Ist der da alleine unterwegs? Sieht fast danach aus. Oh. Dankeschön. Gunners haben natürlich dann immer eine extrem gute Ausrüstung. Oder meistens, jetzt sind auch entsprechend höherlevelige schon dabei. So, wo war jetzt das Behältnis da, gell? Das haben wir vor, ich weiß nicht wie vielen Wochen. Das ist auch, glaube ich, auch eine neuere Kabeltafel. Bin mir nicht sicher, aber die schaut auch cool aus. Nicht vergessen, richtig, das haben wir da vor Wochen hier deponiert. Schaut mal, da ist ein ganzer Container voll mit so Zeug. Es ist vielleicht 100 Gewicht, schätze ich mal. Gut, dass wir auch gerade ziemlich voll sind, weil da machen wir doch hier gleich nochmal einen Drop. Lassen da alles zurück. Da hatten wir dann einfach keinen Sender mehr, denke ich. Und deswegen haben wir das da zurückgelassen. Ich habe es nicht komplett vergessen, aber okay. Das muss jetzt bestimmt 20 Episoden her sein, dass wir das letzte Mal hier waren. Eine Weile. Aber jetzt sind wir endlich wieder mal in der Gegend. Jetzt können wir mal in Ruhe. Oh, Dude, ich habe den Helm nicht. Ja. Da werden wir wieder was anhören können. Wir haben nicht den Helm auf. Das heißt, das ist vielleicht eine Erklärung, warum wir vorhin so viel Schaden genommen haben wieder. Ja. Dafür haben wir so einen Spezialhelm. Aber das ist das Problem. Das ist das Problem in Fallout oder generell auch eigentlich nur in Fallout. Dass man entsprechend mehr Charisma hat, wenn man diese Anzüge anhat. Und naja, wenn man die Charisma-Proben bestehen will, dann macht man halt sowas. Und dann vergisst man drauf, weil das eben so ungewohnt ist. Und dann wundert man sich, wenn man im Kampf dann plötzlich so viel Schaden nimmt. Obwohl man ja so eine gute Rüstung hat. Wir sind wirklich schon gut gerüstet. Okay. Also wie ich gerade vorhin gesagt habe, ja, wir müssen aufpassen. Auch selbst hier in der Gegend, da kann jederzeit durch den NPCs travel. I wonder what has happened elsewhere. Is what has befallen the Commonwealth atypical, less extreme, more? Extremer. Das kann ich da so schon sagen, weil Boston sicher ein Primärziel war. Von den Atomschlägen und dementsprechend und auch nicht weit weg natürlich ist von den Ballungszentren unten Washington etc. New York ist ja auch nicht so weit weg, also die haben ja schon mal gut was abbekommen. Okay, ich glaube da hinten das Eck haben wir ganz gut gemacht. Wo war ich stehen geblieben? Genau, NPCs Travel. Also jederzeit, jede Sekunde irgendwo eine eben so ein Gunner um die Ecke marschieren. Das können aber auch 5 Gunner sein. Wir haben jetzt leider keine Munition für Scharfschützengewehr mit. Die habe ich irgendwo mal rausgeschlichtet bei dem, vor 4-5 Episoden wird das schon wieder gewesen sein, wo ich die NPCs ausgerüstet habe. Deswegen haben wir da jetzt keine Munition mit für das Scharfschützengewehr. Das heißt, wir werden uns dann demnächst wieder mal, denke ich, auf dem Rückweg machen. Mal zurück Richtung Sanctuary. In Sanctuary vielleicht ein bisschen ausbauen. Dann wollen wir Grey Garden weiter ausbauen. Das ist ja mitten quasi im Aufbau eigentlich abgebrochen. Die mal einen Break machen wollte. Die Vault 81 machen wollte. Ja. Die haben wir jetzt gemacht.
Also alles ruhig dabei. Commonwealth's a dangerous place. Lucky you needed a great green jewel. Aha. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst. Oh, da war jetzt ein böser Ladelag, aber das ist klar. Da kommen wir jetzt in Downtown Boston. Das ist dann die Hardcore-Ecke, aber dank des Mods, den ich da installiert habe, haben wir selbst hier, also hier sogar bessere FPS als im Wasteland draußen. Ich zeig's euch mal. Konstant 59, ist fixiert. Das zuckelt da nicht einmal rauf oder runter. Da habe ich was gehört. Geht da was ab? Yep. Okay. Na, wir mal schauen, wie viele das sind. Da ist einer. Na, super. Meine Zweifel! Scheibenglas, wir können ja nicht treffen, weil die Hitbox da von dem Zaun so hoch ist. Ha! Ja, wenn du wüsstest, Kyrie, wenn du wüsstest, das ist Downtown Boston, da steigt immer eine Party. Ungern weiter nach rechts, aber naja, wenn wir die da bleiben, können wir nicht flankiert werden. Have you found something interesting? Yep. Oh! I have sustained considerable damage. Sorry! We are fighting? Why not a civilized discussion instead? Kannst du ja gerne versuchen. Oh! Legendäres Biest. Und Raider. Nicht Curie, ich werfe gerade eine Granate hin! Na, aber hallo! Da crashen wir jetzt aber eine große Party. Okay. Die gute Curie. Immer für deinen Spruch zu haben. Ja, wenn die zwei streiten, freut sich der Dritte. Oh, Plasma Gate, the Combat Shot's gone. Adds 10 points of energy damage and can turn enemies into goo. Wie geil ist das denn? Aber hallo, na, die krallen wir uns. Die krallen wir uns, Leute. Das war der legendäre Submutant, hat ihn die Waffe geklaut, ich glaub fast. Ich glaube nicht, dass sie legendär war, oder? Nein, sie ist ein normaler Raider. Okay. Hey! Böse, nicht unseren Roboter hauen. Das ist ja köstlich. Okay. Na, aber hallo, ihr habt hier nochmal Klumpen dabei. Gut, Leute, ich glaube, wir werden die heutige Episode damit beschließen. Hey. Wenn wir uns mal ein wenig in der näheren Umgebung von Diamond City aufgeräumt.
Und ja, eine ziemlich coole legendäre Combat Shotgun gefunden, würde ich mal sagen. Das ist schon mal ja, eine coole Waffe, die wir entsprechend dann auch nutzen werden, weil entsprechend die natürlich dann mehr Schaden macht. Und dementsprechend dann Heads up. Unsere Combat Shotgun wieder jemanden anderen geben können, die wir jetzt quasi hochgerüstet haben. Können wir zum Beispiel an einer Wache geben oder na, schauen wir mal. Wem auch immer. Gut, Leute. Hoffe, die heutige Episode hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like und subscribe den Channel. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, morgen dann mit einer neuen Episode Fallout 4 Modded Survival. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss und bis bald.